Ich freue mich sehr, hier einen neuen Digitalk starten zu dürfen und eröffnen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen zum 6. Digitalk, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf auf Erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Birgit Aschemann und ich bin heute für die Moderation zuständig und darf mich in dieser Funktion gleich als erstes bei unserem Fördergeber für diese Talks bedanken, dem Bildungsministerium, dem wir die Finanzierung für DigiProf und die DigiTalks verdanken. Mit mir zusammen sind heute im Hintergrund Karin Kulmer und Antonia Pichler für die Moderation zuständig und unterstützen das reibungslose Stattfinden dieses Talks. Das bedeutet auch, dass ab und zu jemand, vielleicht der sich da noch kurz freischaltet mit Video, schnell bestimmt, aber freundlich wieder hinausgeleitet wird. Das haben wir jetzt gleich, glaube ich, schon kurz erlebt. Das gehört einfach dazu zum Ablauf dieses Talks, der darauf angewiesen ist, dass wir wirklich eine große Gruppe gut handeln können. Wir sind jetzt 46 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und wir entschuldigen uns gleich an dieser Stelle bei denen, die sich nicht mit Kamera freischalten können, weil wir das ansonsten nicht gut und geordnet gestalten könnten. Wer Fragen hat, sich jetzt nicht mit Ton und Bild freischalten kann, liebe Teilnehmerinnen, möge bitte doch einfach in den Chat schreiben. Dort lesen wir mit und beantworten die Fragen im Chat auch immer, aber bitte eben ohne Kamerafreigabe und ohne Ton teilzunehmen. Vielen Dank für das Verständnis. Die erste Frage habe ich schon gesehen und die betrifft den ersten Punkt, den ich schon ansprechen sollte. Ja, das Recording leuchtet, der DigiTalk wird aufgezeichnet und wird veröffentlicht, wie immer. Und durch Ihre Teilnahme stimmen Sie dem auch zu und das haben Sie bei der Anmeldung auch schon erfahren. Es ist aber so, dass Ihr Name nirgends aufscheint, die Chatprotokolle werden nicht veröffentlicht und die Klarnamen, mit denen wir Sie gebeten haben, sich anzumelden, werden nicht irgendwo öffentlich auftauchen. Also es ist insofern die Anonymität gewährleistet, obwohl Sie sich mit vollem Namen angemeldet haben und mit vollem Namen teilnehmen. Vielen Dank dafür. Noch ein Hinweis in diese Richtung, wir verwenden ja Zoom als stabilstes System, das wir zur Verfügung haben. Sollte jemand Bedenken haben, Zoom zu verwenden, kann man natürlich auch ausweichen auf den Livestream oder auch, falls bei jemand hartnäckige technische Probleme auftauchen sollten, dann steht der Livestream zur Verfügung und wir werden gleich im Chat nochmal den Link zum Livestream bekommen oder Sie haben ihn wahrscheinlich auch schon bekommen. Unter diesem Streaming-Link wird dann auch in Kürze die Aufzeichnung dieses Talks veröffentlicht sein. Also ich denke, spätestens übermorgen steht dann auch die Aufzeichnung zur Verfügung. Dann habe ich noch zwei letzte kleine organisatorische Hinweise, bevor wir wirklich mit dem Gespräch starten können. Der eine besagt, wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen zum Webinar, also zu diesem DigiTalk, dann bleiben Sie doch bitte bis zum Ende dran und Sie müssen dann bitte ganz am Ende eine Frage beantworten und natürlich mit Ihrem vollen, echten Namen hier zum Talk gemeldet sein, weil im Chat-Protokoll möchten wir dann einfach sehen können, dass Sie dabei waren und in der Teilnahmeliste vor allem müssen Sie dann aufscheinen für die Teilnahmebestätigung. Die Links sind schon gepostet, das sehe ich schon. Dann können wir eigentlich diesmal nach einem relativ kurzen organisatorischen Vorlauf gleich in Medias Res hüpfen und diese sicher sehr spannende Diskussion aufgreifen. Es ist ja wirklich so, dass hinter uns spannende, aber auch sehr denkwürdige und teilweise sehr anstrengende Monate liegen. Niemand hat gerechnet mit der Situation rund um Covid-19. Und den Ausgangsbeschränkungen, mit denen wir es zu tun hatten.
Die meisten sind aber jetzt im Umgang mit digitalen Technologien viel versierter als vorher. Das muss man auch sagen, sind viel erfahrener als vorher und viel versierter als vorher. Und wir alle haben ja erlebt, dass Digitalität wirklich Menschen verbinden kann. Das war, denke ich, eine der eindrücklichsten Erfahrungen der letzten Monate und Wochen. Digitalität, digitale Technologien können dazu beitragen, dass wir gut in Verbindung bleiben miteinander. Wir haben aber auch erlebt, dass Präsenz sehr, sehr kostbar ist. Ein kostbares Gut, nachdem wir uns jetzt schon wieder sehr gesehnt haben. Ja. Mit diesen Erfahrungen der letzten Monate geht das Arbeitsleben jetzt sicher anders weiter, geht anders in den Sommer, vielleicht eine Sommerpause und dann aber in den Herbst und in den Winter. Und natürlich ist die Situation bezüglich Herbst und Winter noch recht unsicher. Wir wissen nicht wirklich, ob noch einmal eine Welle kommt, Ausgangsbeschränkungen nötig werden. Das steht in den Sternen. Wir müssen mit dieser Unsicherheit planen und mit Blick auf den Herbst stellen sich natürlich ganz, ganz andere Fragen als noch vor einem halben Jahr mit diesen Erfahrungen und mit der Unsicherheit, die jetzt kommt. Und diese Fragen wollen wir diskutieren jetzt gemeinsam in diesem Talk. Und aus diesem Anlass darf ich jetzt die Diskutantinnen vorstellen und gebe dafür meinen Bildschirm frei und wollte das natürlich anders machen. Das tut mir leid. Ich habe da jetzt einen Doppelbildschirm freigegeben. Also das digitale Lernen ist wie immer von kleinen Fehlerchen und Hopperlas begleitet. Auch bei mir. Und da sieht man wieder, dass man diese Fehler entspannt nehmen soll und nur lernen kann draus. So, darf ich Sie und euch bitten, euch selber vorzustellen? Und Gerhard, falls dir das möglich ist, du hast ein bisschen mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt, darf ich dich bitten, dein Mikro freizuschalten und den Anfang zu machen und dich in kurzen Worten vorzustellen. Ja, vielen Dank. Ich nehme an, jetzt können mich alle hören. Jetzt funktioniert es. Mein Name ist Gerhard Bisowski. Ich bin der Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen. Das ist die Dachorganisation aller Volkshochschulen in Österreich. Wir haben also an die 260 Volkshochschulen. Und eine Zahl noch und dann bin ich mit den Zahlen zu Ende. Also wir sind in über 800 Gemeinden tätig und wir wissen, dass dort mehr als 2 Drittel der österreichischen Bevölkerung wohnt. Ich selber beschäftige mich seit ungefähr, ne, man kann sagen, seit gut 20 Jahren mit dem Thema E-Learning, online gestützten Lernen. Ich habe vieles ausprobiert. Wir haben vieles getestet. Ich war 1,5 Jahrzehnte lang Leiter einer großen Wiener Volkshochschule. Und heute, also obwohl ich bin sehr überzeugt von digital gestützten Lernformen, heute glaube ich, geht es darum, dass wir das Ganze also sehr, sehr pragmatisch sehen und immer die Frage stellen, wozu, wann und wozu und mit welchen Begründungen verwenden wir digitale Tools. Ja. Danke. Dankeschön. Gabi, stellst du dich bitte kurz vor und gibst dein Mikro frei dafür? Ja, gerne. Mein Name ist Gabi Filzmoser. Ich bin die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich. Also das, was der Gerhard Bisowski für die Volkshochschulen ist, bin ich in Österreich für die Bildungshäuser. Wir sind 19 Bildungshäuser, die bei uns im Verein Mitglied sind. Und ja, also ich beschäftige mich auch schon seit einigen Jahren mit Digitalisierung, jetzt in der Vergangenheit speziell auch mit digitalen bzw. Präsenzlernräumen. Und ja, meine Hauptlernerkenntnis in den letzten Wochen war vor allem also diese unglaubliche Bewegung, die da jetzt stattgefunden hat und zu sehen, was möglich ist, wenn auch Druck da ist. Und dass trotzdem jetzt auch möglich war zu sehen, dass also nicht nur digitale Räume wichtig sind, sondern die Präsenzräume an Wert gewonnen haben. Also die Bedeutung einfach auch steigen wird in Zukunft und dass beides wichtig sein wird. Danke, Gavi. Herr Frey, bitte, wir machen das streng alphabetisch da hier. Ja, ich wünsche einen schönen Nachmittag.
Ich bin für die Bildung in der Landwirtschaftskammer Steiermark verantwortlich. Interessant sozusagen von der Landjugend, von den ganz Jungen über die Berufsausbildung in den landwirtschaftlichen Berufen, fürs Bildungshaus am Steiermarkhof und fürs LFI, die Erwachsenenbildung. Und habe jetzt miterleben dürfen, wie unterschiedlich auch die unterschiedlichen Gruppen mit dieser Krise umgegangen sind und wie innovativ aber da neue Themen herausgekommen sind. Wahrscheinlich, ich nehme ein Beispiel von der Landjugend, eine Muttertagstorte im Webinar zu machen, hätte es vielleicht vor ein paar Jahren oder Monaten noch gar nicht gegeben und hat perfekt funktioniert. Und ich freue mich auf die Diskussion. Wunderbar, danke schön. Brigitte, bitte. Hoppala, Entschuldigung. Brigitte, bitte. Ja, schönen Nachmittag wünsche ich. Mein Name ist Brigitte Lackner. Ich bin im Forum Katholische Erwachsenenbildung. Das ist der Dachverband der katholischen Bildungseinrichtungen in Österreich. Wir haben ungefähr 75 Mitgliedseinrichtungen verschiedenster Größe, von ganz kleinen bis ganz großen, unter einem Dach. Und dort bin ich verantwortlich zum einen für den Fachbereich Eltern- und Familienbildung. In dem Bereich arbeiten wir jetzt schon seit 5, 6 Jahren mit digitalen Tools und wir planen da digitale Bildungseinheiten für Eltern vor allem. Da sind wir schon recht lange dabei. Also war so ziemlich einer der einzigen Fachbereiche, der das tut bei uns in unserem Dachverband. Ich bin jetzt auch seit einiger Zeit für den Bereich Digitalisierung zuständig. Und selber, und das ist mir ganz wichtig, als Referentin und auch in Ausbildungen immer wieder tätig, weil ich ganz gern die Dinge, über die ich sonst rede, auch selber ausprobiere. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, nicht nur drüber zu reden, sondern auch tatsächlich zu wissen, wie es dann vor Ort funktioniert. Und ich habe schon so erlebt, dass diese Situation jetzt sowas wie ein Katalysator war für die Entwicklung von digitalen Bildungsformaten, was für mich jetzt in Zukunft spannend wird, ob das jetzt sozusagen so ein Boost war, der mal da ist und was dann damit passiert, was davon bleibt, was davon mitgeht. Ja, weil jetzt im Moment, finde ich, merke ich einfach die Freude, dass Präsenzveranstaltungen wieder stattfinden, die ist sehr groß und da wird es interessant, wie es dann weitergeht. Vielen Dank. Und Frau Dr. Haller, bitte. Ja, einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Michaela Haller, Lesezentrum Steiermark. Vielleicht sollte ich in diesem Forum kurz erklären, wer wir sind und was wir tun. Wir sind die Service- und Koordinationsstelle für rund 200 öffentliche Bibliotheken und mehr als 400 Schul- und Sonderbibliotheken in der Steiermark. In diesem Bereich sind wir eben erwachsenenbildnerisch tätig, in drei Bereichen kann man sagen. Das eine ist Bibliotheksentwicklung. Hier gehört auch ganz stark der Aufbau des Medienbestandes dazu. Dann im Bereich Lesepädagogik, wir bereiten Angebote auf. Und der dritte Bereich ist dann die Aus- und Fortbildung der steirischen Bibliothekarinnen. Und in allen drei Bereichen haben wir natürlich auf unterschiedliche Art mit Digitalisierung zu tun. Ich habe als Catchphrase geschrieben, wir haben schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht bezieht sich darauf, dass ja mit einem Schlag alle Bibliotheken schließen mussten in der Steiermark und uns natürlich hier vor verschiedene Aufgaben gestellt haben, über die ich dann heute auch gerne noch diskutieren möchte. Dankeschön, aber Sie haben ja eben auch geschrieben, Sie haben gute Lösungen und ich denke, das gilt für alle hier sozusagen auf diesem Online-Podium. Sie alle sind in Leitungsverantwortung durch diese letzten Monate gegangen und gehen weiter mit dieser Verantwortung. Das heißt, wir haben wirklich ein hochkarätiges Podium mit Personen, die einen starken Praxisbezug haben, Verantwortung in Entscheidungsfragen haben und ich bedanke mich schon an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen, dass Sie da wirklich sich die Zeit nehmen für diese Diskussion zu den Fragen, die jetzt am dringendsten anstehen. Ich möchte bei der Gelegenheit aber auch alle Teilnehmenden fragen und wir haben zurzeit 49 Teilnehmende bei uns herinnen.
aus welchem Bereich in der Erwachsenenbildung Sie denn kommen, damit wir uns ein bisschen einstellen können und ein bisschen ein genaueres Bild haben davon, wer hier bei uns ist, wer zuhört und im Chat mitdiskutiert. Und wir machen das mit zwei Umfragen. Und ich bitte meine Kolleginnen im Hintergrund, gleich die erste Umfrage freizugeben. Und zwar ist es die Umfrage, oder ich hole sie selber gleich herein, die erste Umfrage, in welchem Bereich der Erwachsenenbildung Sie denn tätig sind. Und da bitte ich Sie jetzt einfach abzustimmen und zu klicken, in welchem Bereich der Erwachsenenbildung sind Sie denn tätig. Und arbeiten Sie überwiegend in der beruflichen Bildung oder in der allgemeinen Bildung oder ja, in keinem von beiden oder beiden, was auch immer Sie dann als Sonstiges interpretieren. Und ich sehe, dass schon über 80% abgestimmt haben. Vielleicht warten wir noch ein bisschen, 85%, vielleicht gibt es noch ein paar Klicks, vielleicht mag noch jemand die Abstimmung vervollständigen. 3, 2, 1. Ich beende jetzt die Umfrage. 87% haben wir und gebe die Resultate frei. Und Sie sollten jetzt schon alle sehen, dass wir da doch 28%, also fast ein Drittel Kolleginnen und Kollegen aus dem Bildungsmanagement dabei haben, aber auch ein Viertel selbstständig in der Erwachsenenbildung tätige. Viele Sonstige, das weiß ich jetzt nicht genau, können wir uns jetzt nicht so genau vorstellen, aber mit den Schwerpunkten Bildungsmanagement und selbstständig in der Erwachsenenbildung haben wir schon ein klares Bild. Auch 14% Kursleiter, Kursleiterinnen in der Erwachsenenbildung und ungefähr gleich viel in der beruflichen Bildung wie in der allgemeinen Erwachsenenbildung. Das finde ich auch sehr spannend. Gut, gut zu wissen. Können wir ein bisschen mitdenken, im Blick haben bei unserer nun folgenden Diskussion. Wer uns hier auch zuhört und mitchattet und Fragen stellt. Und ich würde meinen, wir hüpfen einfach in medias res und ich werfe mal den Ball auf mit einem Blick zurück und stelle einfach mal die Frage in die Runde. Wir reden da so von den Erfahrungen, die gemacht worden sind in den letzten Monaten. Ja, welche Erfahrungen waren denn das überhaupt bei Ihnen? Was sind denn da jetzt so für Erfahrungen gemacht worden? Ich stelle jetzt einmal die Frage vor allem an die Podiumsgäste. Ja. Und ich meine, es gibt da gute Erfahrungen, aus denen man was lernen hat können, wahrscheinlich auch schwierige Erfahrungen. Vielleicht sind diese Erfahrungen auch ein bisschen unterschiedlich, jemand nachdem, ob man an die Kundinnen denkt oder an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denkt. Ich möchte es bewusst so offen formulieren und möchte einfach mal schauen, wer von euch oder Ihnen sich da gleich einmal zu Wort meldet und ein bisschen was erzählt oder teilt, was im eigenen Umfeld passiert ist. Gerhard, bitte. Ja, wir waren mitten in einem bundesweiten Prozess zur Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie und mitten in diesem Prozess hat uns die Corona-Krise getroffen, will ich nicht sagen, aber ist die Corona-Krise angekommen. Und das Interessante war schon, dass die Skepsis, die wir zu Beginn dieses Prozesses gehabt haben, es ist ein österreichweiter Prozess, die zu Beginn vorgeherrscht hat, dann plötzlich mit der Corona-Krise. Also eigentlich so rasch, dass man hat gar nicht schauen können. Also weg war diese Skepsis und die Akzeptanz für digital gestützte Angebote ist enorm rasch gestiegen. Wir haben sehr schnell reagiert. Als Bundesverband haben wir Schulungsseminare angeboten. Wir waren völlig überrascht, also ob der Anzahl der Interessentinnen. Auf einmal haben wir 3000 Interessentinnen gehabt. Ich muss offen sagen, das war am Anfang also auch ganz, ganz schwierig. Wie handeln wir diese große Menge an Interessentinnen dann? Und wir haben das auch offen für alle Lehrenden, also für alle Unterrichtenden angeboten, also nicht nur für Volkshochschullehrenden. Ja.
Also so gesehen, es hat uns wirklich sehr überrascht, wie viele andere wahrscheinlich auch noch. In Summe würde ich sagen, war das einmal eine positive Erfahrung, dass wir doch sehr schnell einen Umstieg hinbekommen haben. Allerdings muss man noch dazu sagen, also der Wermutstropfen ist schon der, dass der große, der größte Teil, der bei weitem größte Teil der Lernenden, der Teilnehmerinnen an Volkshochschulen, die waren davon exkludiert. Das muss ich auch dazu sagen. Also zwar haben wir es geschafft, also dass ungefähr 25.000 Personen teilgenommen haben, aber das ist bezogen jetzt auf die Teilnahmezahlen, die wir in den Volkshochschulen haben, ist das also eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich möchte schon sagen, dass wir hier gute Erfahrungen gemacht haben in dem Umstieg und dass der Umstieg eigentlich, und das war auch nur mit Hilfe aller unserer Mitarbeiterinnen und der sehr engagierten Kursleiterinnen möglich, dass der eigentlich recht gut geklappt hat. Ja. Eine Anmerkung möchte ich nur noch machen. Ich würde lieber den Begriff Teilnehmerinnen anstelle von Kundinnen gebrauchen. Also Lernen, Bildung ist doch etwas anderes als ein kommerzielles Produkt. Ja. Das finde ich sehr spannend, dass du auf der einen Seite sagst, 3000 Interessenten, Interessentinnen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, da sind jetzt Kursleitende gemeint oder generell? Genau, auch, ja, genau. Okay. Kursleitende ja. Sind da gemeint. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite seitens der Teilnehmenden dann doch einfach von Verlust sprichst. Nicht? So unterschiedliche Reaktionen seitens der Kursleitenden und teilweise halt auch seitens der Teilnehmenden aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten oder ihrer Nein, es wäre gar nicht möglich gewesen, also alle Angebote, die wir haben, jetzt umzustellen auf Online-Angebote. Ja. Das, es ist klar. Einfach von der Größenordnung, genau. Aber ich glaube, das ist schon wichtig anzumerken, also bei allen Erfolgen, es gibt diese Exklusion, es gibt nicht wenige erwachsene Lernende, die haben keine entsprechenden Geräte zur Verfügung, die haben keine Internetverbindung zur Verfügung. Also das, was für Schüler in der Schule gilt, gilt genauso für Erwachsene Erwachsenenlernen. Ja. Aber sehr spannend. Danke. Gabi, du magst andocken. Bitte. Gerne. Bildungshäuser leben davon, dass sie Räume zur Verfügung stellen, also Denkräume, Begegnungsräume, und Bildungshäuser leben auch davon, dass wir Begegnungen ermöglichen. Und wir haben jetzt schon auch gesehen, dass Begegnung nicht nur vor Ort möglich ist, sondern dass sie auch online möglich ist. Also auch wenn die Reaktionen der Teilnehmerinnen, die jetzt zu Online-Veranstaltungen vielleicht auch manchmal gezwungen worden sind, unterschiedlich sind. Also auf der einen Seite sind die Teilnehmer, die sehr begeistert waren, dass ihre Veranstaltungen jetzt ganz rasch umgestellt worden sind auf Online-Veranstaltungen und dass sie trotzdem teilnehmen haben können. Auf der anderen Seite waren aber schon auch Teilnehmerinnen, die das nicht so gern gemacht haben, also die wirklich den Vor-Ort-Raum bevorzugt hätten. Ich habe ein bisschen den Eindruck, ich bin mir nicht ganz sicher, dass das speziell Teilnehmerinnen waren, die in Lehrgängen waren. Also dass in Lehrgängen die Akzeptanz dieser Online-Veranstaltungen nicht so groß war wie in anderen Veranstaltungen. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass wir mit diesen Online-Räumen oder Online-Veranstaltungen schon auch ganz andere Teilnehmerinnen, andere Interessentinnen erreichen können. Also vor allem Menschen, die halt nicht vor Ort kommen können, aus welchen Gründen auch immer, die haben dann schon von diesen Online-Räumen jetzt auch profitiert. Und ja, und die Herausforderung wird jetzt sein, trotz dieser Freude, dass wir uns jetzt wieder treffen können, die bei uns natürlich ganz groß ist, dass wir trotzdem diesen Schub jetzt auch beibehalten und diese Energie und diese Kompetenzen, die wir jetzt gewonnen haben, und da dranbleiben und diese Raummöglichkeiten ergänzen. Also ihr beschreibt ja beide, dass einfach ganz viel gelernt wurde, teilweise andere Leute erreicht wurden, aber schon ein Stück weit so, dass es darum geht, jetzt das mitzunehmen, ja, was da einfach erworben ist. Frau Haller, bitte. Ja, für uns war es eine ganz spannende Zeit. Eben, es hat uns natürlich auch überrascht oder am falschen Fuß fast erwischt. Wir waren auch mitten in einer Planung, muss ich dazu sagen, einfach stärker digital auch die Bibliothekarinnen anzusprechen. Dazu ist es vielleicht wichtig zu sagen,
die Bibliothekarinnen sind eine sehr unterschiedliche Gruppe. Das heißt, wir haben wirklich Menschen, die hauptamtlich in Bibliotheken arbeiten, eben aber auch der Großteil, über 80%, sind ehrenamtliche Bibliothekarinnen. Das heißt, die machen das in ihrer Freizeit als Hobby. Die Schwierigkeit war, den Bibliothekarinnen zu zeigen, wir sind nach wie vor für euch da, auch wenn ihr geschlossen haben müsst, was ja für uns das große Problem war, weil wir an unsere, wir sagen jetzt trotzdem Kundinnen, also die Benutzerinnen von Bibliotheken, jetzt nicht drankommen. Das heißt, wir haben zum einen versucht, ein Angebot zu legen, digitaler Zugang zu Bibliotheken, dieses verstärkt zu legen, das Angebot gibt es ja schon, aber diese verstärkte Legung wurde auch sehr unterstützt von den Bibliothekarinnen. Und zum anderen aber haben wir jetzt gelernt oder auch die Bibliothekarinnen gelernt, was online möglich ist. Aber vorher gab es vorher relativ große Vorbehalte. Und dieses Bewusstsein, dass das gut ist und auch gut geht und dass man das auch kann, ohne Probleme, dass das jetzt keine eigene Wissenschaft ist, da hat uns jetzt eigentlich diese Krise sehr geholfen, weil wir jetzt bessere Argumentationsmöglichkeiten haben bei unseren Kolleginnen, die wir ja weiter und fortbilden wollen, weil jetzt einfach die Vorbehalte geringer wurden und wir jetzt auf eine größere Resonanz einfach hoffen können mit unseren Online-Angeboten. Insofern war es sehr positiv. Es war natürlich eine schlimme Durststrecke auch, weil ja natürlich eben der Kontakt zu unseren Bibliotheksnutzerinnen nicht möglich war, wovon ja natürlich aber die Bibliothek als Ort der Begegnung und Kommunikation natürlich lebt. Aber das jetzt wirklich auf ein Online-Angebot umzustellen, wird nicht möglich sein. Aber trotzdem stärker präsent zu sein im digitalen Raum, also das ist sicher möglich. Und da ist, glaube ich, haben wir jetzt alle gelernt und auch die Akzeptanz sicher erhöhen können. Das ist das Positive daran. Von Ihnen höre ich jetzt wiederholt auch diesen Begriff Akzeptanz. Gell? Also das ist wirklich so ein ganz wesentlicher Sprung, den wir da erlebt haben in der Akzeptanz dieser Technologien und von allen Seiten halt die Erfahrung, es geht, ja, es geht schon. Jetzt wissen wir, es geht, ja, genau. Brigitte, du hast vorher schon ein Signal gegeben. Bitte. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, weil es ist jetzt das dritte Mal, dass ich das berichte, was die Kollegen da und Kolleginnen berichtet. Wir waren auch gerade in so einer Überlegungsphase. Also es war noch nicht viel mehr als Überlegung. Also es gab eine österreichweite Arbeitsgruppe, die sich erst formiert hat und wo mal so die Weichen gestellt wurden. Und genau da hinein kam natürlich jetzt auch diese Phase. Finde ich auch spannend, dass es da so Parallelen gibt in unterschiedlicher Ausprägung. Und ich kann nur dieses Wort Flexibilität unterstreichen. Also wir haben das auch gemerkt bei den Kolleginnen in den Mitgliedseinrichtungen, die Flexibilität war da, die Bereitschaft zur Flexibilität war da. Was ich jedoch da dazulegen möchte, ist, dass bei uns halt viele Mitgliedseinrichtungen von der Infrastruktur her an größere Einheiten gebunden sind. Das spricht Diözesaneinrichtungen und die waren nicht bereit. Ja, also da haben wir einfach schon Hürden gemerkt, die müssten wahrscheinlich nicht sein, aber die waren eben da. Da ist auch viel gelernt worden. Es ist dann vieles rascher mal zur Verfügung gestellt worden, dann wieder revidiert worden, Stichwort Zoom, dann doch wieder andere Tools. Also das hat schon eigentlich Zeit gekostet, bis dann auch die entsprechenden Infrastrukturen so weit waren, dass man gesagt hat, so jetzt könnte man eigentlich einmal anfangen, vielleicht programmmäßig zu denken. Also das hat dem ganzen Boost schon wieder ein bisschen einen Dämpfer verpasst, muss ich ehrlich sagen. Und das ist halt dann, glaube ich, der Fall, wenn man da nicht autonom ist, sondern an irgendwelchen größeren Einheiten dranhängt. Ja. Ist man als Kleiner oft dann schon fast wendiger, gell? Genau, ja. Genau. Ich möchte zur Frage aus dem Chat aufgreifen, weil sie jetzt schon zweimal in unterschiedlichen Varianten gekommen ist. Und zwar die Frage, vielleicht kann man darauf ein bisschen näher eingehen, welche Veranstaltungen denn besonders online wahrgenommen worden sind oder welche eben eine besondere Nachfrage oder Akzeptanz gefunden haben. Ja, welche digitalen Formate, ja, das waren, die eben so besonders angenommen worden sind. Und mir fällt da gerade was ein für Sie, Herr Frey, weil da weiß ich von einem Format, das sehr gut angenommen wurde und darf gleich weitergeben. Ja, da darf ich vielleicht mich vom LFI melden. Bei uns ist der Prozess schon ein bisschen länger, läuft schon länger mit den digitalen Medien. Und was bei uns sehr gut ankommt, bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist, wenn man merkt, dass Praxis vermittelt wird. Und so ad hoc würde man ja sagen, eine Praxis geht digital schwer zu vermitteln, ist aber nicht so. Gerade diese Webinare, wir nennen sie Faminare von der Farben,
Das heißt aber auch direkt vor Ort, vom Ort des Geschehens. Und ich habe eingangs das Beispiel gebracht mit der Muttertagstorte. Das heißt, es kann das Ort, der Ort des Geschehens kann die Küche sein, wo die zubereitet wird. Aber der Ort des Geschehens ist zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft sehr oft direkt der Acker oder zum Beispiel der Wald, wo wir Seminare von dort direkt ausstrahlen. Wo aber so wie in diesem Format auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitdiskutieren können, Fragen stellen können. Und ich habe selber an einem Seminar teilgenommen zur Motorsägenwartung, waren wir über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und war eigentlich sehr spannend. Es ist kürzer, es ist aktueller und ich glaube, das sind also die Formate, die gern angenommen werden. Kurz, aktuell, also unter kurz verstehe ich so 1,5 Stunden. Recht viel länger ist aus meiner Sicht das digitale Medium nicht so ideal. Für die Länge, glaube ich, ist es optimal und wird auch sehr gut angenommen. Und geht eigentlich viel länger oder bei viel mehr Themen, als wir glauben. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, das habe ich da jetzt in der Diskussion ein bisschen anders vernommen, dass gerade bei langen Lehrgängen die Bereitschaft sehr wohl da war, weiter zu tun und diese fertig zu machen. Also wir haben auch beim Begonnen sozusagen die Lehrgänge fertig zu machen und das ist sehr positiv angenommen worden, bis hin zur Kräuterpädagogik, die man sich wahrscheinlich auch eher im Garten draußen vorstellt. Super, danke für den Bericht. Wir haben ja selber in einem unserer letzten Webinare das thematisiert, wie man sowas machen kann. Und ich poste da schnell einen Link in den Chat, wo man David Rötler zuschauen kann, wie er sozusagen mit Handy und Gimbal rausgeht und vor der Tür zum Filmen anfängt, falls das jemanden interessiert, wie das funktioniert. Ja, ja, genau. Habe ich bei dir, Gabi, ein Signal gesehen oder habe ich mich da verschaut? Willst du? Gerhard war, glaube ich, vorher noch. Ah, Entschuldigung, Gerhard. Bitte. Ja, ich kann mich auch nur anschließen dem Dieter Frey. Wir haben mit Länge, also seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, gerade mit Lehrgängen sehr gute Erfahrungen gemacht. Gell? Wenn ich an den zweiten Bildungsweg denke, die Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfungslehrgänge, wo die Lernenden also im Schnitt 1,5 bis 2 Jahre an der Volkshochschule sind. Also da verwenden wir schon wirklich sehr, sehr lange Lernplattformen. Ja. Auf die Frage, was eignet sich besonders, also das eine, ich glaube, der eine Diskussionsstrang wäre, welche Formate und das andere wäre ja die Frage, welche Inhalte eignen sich dafür ganz gut. Ja. Wir haben den Backkurs oder Kochkurs, wie mache ich einen Kärntner Rheinling, den haben wir auch online durchgeführt. Das entspricht eurer Geburtstags-, eurer Torte. Und das ist auch sehr gut gegangen. Ich meine, viele von uns kennen vielleicht noch aus der Kindheit die Fernsehköche. Also im Grunde genommen war ja das eigentlich sehr ähnlich. Es geht sogar im Bereich der Gesundheitsbildung, der Bewegung. Ja? Wobei, da habe ich schon gewisse Vorbehalte. Ich meine, das hängt auch sehr stark von den Teilnehmenden, von den Teilnehmerinnen ab. Aber es ist grundsätzlich, ist es möglich. Grundsätzlich, glaube ich, ist es fast überall möglich. Und wenn ich zurückdenke in die Geschichte der Volkshochschule, dann hatten wir in der Ersten Republik also so Laboratorien, ja. Und auch das kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir ein Töpferlaboratorium vorstellen, das vielleicht also 24 Stunden, 7 Tage lang zugänglich ist. Und dann bekomme ich online über einen Coach, bekomme ich dann vielleicht noch entsprechende Hinweise. Also das ist schon alles möglich. Das meiste, muss ich dazu sagen, was in der Geschwindigkeit dann gemacht worden ist, das sind also Videokonferenzen und jetzt auch über Zoom. Und das war eigentlich sehr erfolgreich. Ich habe selber, bin ich dabei, also meine Französischkenntnisse in einem Konversationskurs zu verbessern und das funktioniert wunderbar. Ich habe an europaweiten Konferenzen teilgenommen, auch mit zwischen 100 und 200 Teilnehmern. Die haben sogar 1,5 Tage gedauert, ja, aber es hat alles nur 1,5 Stunden eine Session gedauert. Auch das war möglich. Also, und die Erfahrung
es war schon sehr spannend. Es ermüdet auf der einen Seite. Es ist extrem ermüdend, diese ständigen Videokonferenzen. Auf der anderen Seite habe ich schon gemerkt, auch in allen unseren internen Konferenzen zur Abstimmung, man arbeitet viel präziser auf den Punkt hin. Also das war eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Danke. Das finde ich spannend, das bestätigt sich für mich auch. Ja. Und ich habe in meinem Umfeld, also diese ganzen Tanzkurse, Yogakurse und was da alles weitergeführt werden konnte, dank der Technologien bewundert, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch diesen Ermüdungseffekt wahrgenommen. Und ja, spannend finde ich auch die Lehrgänge. Es ist vielleicht der Unterschied, ob man von vornherein sich darauf einstellt, einen durch Lernplattform gestützten Online-Lehrgang zu machen oder ob man beim Lehrgang einfach das Gefühl hat, Lehrgang heißt auch, ich komme raus aus meinem Arbeitsumfeld, ich treffe mich irgendwo in einem schönen Bildungshaus mit Leuten und wenn man dann sozusagen die Veränderung zu bewältigen hat, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das auch einen Unterschied macht. Genau. Brigitte, du hast dich dazu gemeldet, jetzt bräuchte man aber noch dein Mikro, bitte. Gabi war zuerst, glaube ich. Gabi. Ja, nur kurz, ich möchte einfach das unterstützen, denn, dass die Aktualität ganz sicher was ausmacht, wenn ich halt ein Thema anbiete, das eben gerade aktuell ist. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, Birgit, da gemeinsam diese ganz am Anfang der Krise, dass wir ein Webinar angeboten haben, wie man Zoom bedient. Und da waren innerhalb von 4 Tagen, wo wir das aufgestellt haben, waren da 300 Leute dabei, glaube ich, so, wenn ich mich erinnern kann. Also das sind die Themen, wenn es aktuell ist. Und eine zweite Erfahrung, die ich auch gemacht habe, war das EB-Camp, das wir durchgeführt haben. Da hätte man normalerweise am BFAB 50 Leute, maximal vielleicht 60 hineingebracht. Und da waren 200 Anmeldungen. Und vor allem, es war eine internationale Besetzung, also wo einfach Teilnehmerinnen dabei waren, die wirklich dezidiert gesagt haben, sie hätten nicht beim Original-Barcamp sozusagen, sie hätten nicht teilnehmen können. Also das sind einfach die Reichweiten in die Höhe geschossen und man hat plötzlich ein anderes, andere Teilnehmerinnen, Lernende, Kundinnen oder wie auch immer erreicht, als man überhaupt sich ausgemalt hätte, gell? Genau, aus der Präsenz. Ja, jetzt sehe ich da gerade so eine Frage im Chat und frage mich, ob wir sozusagen darauf eingehen sollen, die verschiedenen Möglichkeiten, Webinar, Remote, Seminar, Videokonferenz, Webcast, Digitalk und so weiter, mit welchen Bezeichnungen wir arbeiten. Da wäre vielleicht eine nette Möglichkeit, wenn wir unseren Videolink zu unserem Video über Webinarformate aus unserem Modul 8, das erste Video aus dem EBMOOC in den Chat posten und ich bin sicher, meine Kolleginnen im Hintergrund werden das schnell erledigen. Dann kann man dort nämlich ein bisschen nachschauen, welche Webkonferenz- oder Webinarformate es gibt und welche Bezeichnungen sich dafür jetzt da eingebürgert haben in letzter Zeit. Aber es kommen ständig neue dazu. Also wenn wir dieses Video jetzt neu drehen würden, hätten wir da schon wieder zusätzliche Webinarformate, weil sich da einfach wirklich noch sehr, sehr viel bewegt. Ja, genau. Jetzt habe ich bei euch und Ihnen mit diesen ganzen Berichten auch schon immer so diese Frage mitschwingen gehört. Jetzt werden wir halt sehen, wie das jetzt weitergeht. Ja? Das war so das eine, was ich so mitschwingen gehört habe. Jetzt werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Und das andere so, dieses Erstaunen, wow, was alles möglich ist, ja, klang so, als hätten wir das jetzt eh in einer ordentlichen Qualität schon alles jetzt auf dem Tisch. Ja? Also ist das so? Ist mir das jetzt nur so vorgekommen? Oder gibt es da jetzt bezüglich Didaktik und Qualität noch was zu tun? Ja, bitte, Brigitte. Also ich habe das Gefühl, es gibt noch sehr viel zu tun. Ich glaube, es war sehr ordentlich für die kurze Zeit und für das, was relativ schnell da jetzt gerade entstanden ist. So viel nämlich auch zu den Formaten. Das wollte ich noch dazu sagen. Ich habe diese Vermischung der Begrifflichkeiten auch. Also zeitlang habe ich das Gefühl gehabt, war alles ein Webinar. Ganz egal, was man gemacht hat. Es war alles irgendwie ein Webinar. Das war irgendwie so ein Zeitlang. Bis dann bewusst geworden, aha, da gibt es ja doch noch Unterschiede von den Formaten. Ja? Also bis dorthin, dass wir sind ja im Bereich Familienbildung auch für Veranstaltungen, stehen wir für Veranstaltungen, wo Eltern mit Kindern teilnehmen, also Eltern-Kind-Gruppen zum Beispiel, es funktioniert tadellos online. Ja, also das sind die Jungen mit ihren Begleitpersonen zwischen 0 und 3 und das ist ein mega Spaß, da mit 80 Kindern und ihren Begleitpersonen hier gemeinsam aktiv zu werden. Also das ist aber kein Webinar in dem Sinn. Ja, also das ist ganz ein anderes Format.
Aber ich denke mir mal, da ist noch einiges zu tun, weil es lässt sich methodisch, didaktisch sicher dann noch feilen an vielen. Ja, das jetzt auf eine gescheite Basis zu setzen, da auch sozusagen einmal das Know-how zu transportieren, wie muss eine Didaktik jetzt ausschauen, welche Methoden sind da jetzt günstig anzuwenden, bis hin zu welche Formate gibt es denn da jetzt überhaupt tatsächlich. Ich glaube, da ist schon noch einiges zu tun. Da ist noch einiges dazu zu tun, sagst du. Frau Haller, was sagen Sie dazu? Ja, ich wollte es eben eigentlich genau in die gleiche Richtung antworten, weil für uns ist es jetzt wesentlich, dass dieser Boden bereitet ist, dass diese Basis, überraschenderweise natürlich, aber diese Basis bereitet ist, ja, das ist gut, damit können wir umgehen, das kennen wir jetzt, da trauen wir uns drüber. Aber wir müssen jetzt halt schon sehr genau schauen, was aus dieser Fülle an Angeboten, weil es sind ja wirklich einzelne Werkzeuge, es sind einzelne Formate, was ist jetzt wofür für diese verschiedenen Arbeitsbereiche, die ich vorher angesprochen habe, die ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse auch abdecken und unterschiedliche Vorleistungen brauchen. Was passt da jetzt gut, sodass wir natürlich aber auch unsere Bibliothekarinnen und Bibliothekare nicht überfordern mit einer Fülle an vielleicht nicht so gut durchdachten oder nicht so gut didaktisierten Angeboten. Also bei uns wird sicher so sein, wir werden da dranbleiben und sind jetzt froh, eben über diese Akzeptanz, die jetzt da ist. Aber ich denke, wir sollten damit behutsam umgehen. Also wir werden sicher nicht jetzt schnell rausschießen, und weil ich ein bisschen die Sorge habe, dass es dann eine Übersättigung gibt und das Gefühl, ja, mein Gott, da kommt halt schon wieder so eine Online-Geschichte. Das heißt, man muss das wirklich gut für unser Klientel wirklich gut aufbereiten, damit auch der Mehrwert sichtbar wird, weil wir ja eigentlich in unserer Beratungstätigkeit sehr stark vom Vorort Beratung leben, die wir auch sicher weiterführen, also ganz sicher ist keine Frage, aber es ist ein zusätzlicher Kanal, der sich jetzt eröffnet hat, und diesen Kanal muss man gut, wirklich gut bespielen, dass auch der Mehrwert sichtbar wird und dass es nicht einfach ja, das Gleiche von allem nur halt einmal zufälligerweise online ist. Und da denke ich, also da denken wir gut drüber nach, damit wir uns jetzt diese Sympathie oder dieses Zutrauen jetzt nicht verspielen. Also das halte ich für wesentlich. Aber ein zweiter Aspekt, der da auch noch wichtig ist für mich, ist, dass auch jetzt bei unserem Fördergeber auch klarer ist, dass wir das brauchen. Und für uns ist es jetzt auch leichter, das zu argumentieren, dass wir dazu auch eben Leistung brauchen, als es vielleicht vorher gewesen wäre. Aber wie gesagt, behutsam und sehr dosiert eingesetzt. Und sehr bewusst, sehr bewusst das Abwägen heraus. Und ich glaube, das braucht es jetzt auch, damit nicht irgendein Bildungsformat sozusagen oder eine der sozusagen Varianten, Präsenz oder online, zum zweiten Klasse degradiert wird, weil das ist es nicht. Weder ist das Digitale sozusagen das Trostpflaster und Ersatz, wenn in Präsenz nichts geht, ja, noch ist das Digitale das Bessere oder das Besondere, weil man jetzt halt einfach mehr Leute damit erreichen kann. Also, sondern beides hat wahrscheinlich seinen Platz. Herr Frey, bitte. Nein, ich möchte da eigentlich einbringen, dass gute Qualität gerade im digitalen Bereich sehr aufwendig ist. Das muss uns einfach bewusst sein. Ich merke da auch das Commitment, Qualität ist uns allen wichtig. Wir haben ja viele auch der Erwachsenenbildungsorganisationen sozusagen auf Qualität im Präsenzbereich gesetzt und müssen das jetzt übertragen auf den digitalen Bereich. Also ich glaube, das ist jetzt die Herausforderung, weil ja gerade für einen Kunden schwer sehbar ist, was ist jetzt eine gute Qualität und was ist nur, ich sage jetzt einmal zum Beispiel, ein gefilmter Referent, was nach spätestens einer Stunde wahrscheinlich sehr schwierig ist zu zuhören, wenn ich da ein Tagesseminar machen würde. Und ich kann ja unterschiedlichste Methoden einbauen, Umfragen und so weiter. Und dann kann das aus meiner Sicht sehr lebendig sein und werden. Und auch manche Sachen kann man von digitalen dann wieder mitnehmen. Wir haben zum Beispiel am Steiermarkhof eine Kulturausstellung absagen wollen zum Thema Kreuzweg. Die haben wir dann kurzfristig sozusagen online gemacht, haben die kuratiert, aufgehängt und dann digitalisiert. Und zum Beispiel durch diese Digitalisierung ist uns dann auch die Idee gekommen, wir könnten den Steiermarkhof überhaupt digital machen und haben einen virtuellen Rundgang gemacht. Das hat jetzt den Zusatznutzen für
kommerzielle Gäste, wenn sie sich den Steiermarkhof anschauen wollen, dass sie nicht direkt anreisen müssen, sondern sie können virtuell den Steiermarkhof besuchen und dann entscheiden, ob ihre Veranstaltung da gut hinpasst oder nicht. Also ich denke, da ergibt oft einmal ein Stein den nächsten. Das ist ein super Beispiel auch dafür, wie die Dinge dann sozusagen skalierbar verwendbar sind oder vielleicht nicht skalierbar, aber zumindest übertragbar wieder nutzbar sind. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Danke dafür. Gerhard, bitte. Ja, Dieter, ich möchte eine Lanze für den gefilmten Vortrag brechen, ja, weil ich glaube, also auch gute Vorträge haben ja eine Qualität für sich und ich erinnere mich immer dann, solange unsere Kinder studiert haben, also für die war das ganz, ganz wichtig, dass die Lehrveranstaltungen aufgezeichnet worden sind, sei es Audio oder sei es Video. Da hat man gar nicht so sehr, muss ich dazu sagen, jetzt auf die Qualität des Vortragenden geschaut. Ja, und beim Vortrag ist es ja meistens der Vortragende, der die Qualität auch bestimmt. Ja. Das war fürs Lernen einfach wichtig. Ja. Interessanterweise, das vor einigen Jahren einmal zufällig wieder gefunden, die Volkshochschule Linz hat seit gut 30 Jahren eine Vortragsreihe im Programm, die nennt sich Beziehungsfallen, und jeder Vortrag wurde aufgezeichnet. Also man kann eigentlich 30 Jahre zurückgehen. Was waren die Themen? Das sind übrigens heute auch immer die gleichen, das sind ähnliche Themen. Ja. Aber das wollte ich nur sagen. Also das ist mir schon ein wichtiger, ich glaube, da kann man schon einmal ganz gut beginnen. Das zweite Thema ist natürlich bei der Qualität und das ist auch richtig. Was ist, wenn man das jetzt technisch betrachtet, was ist leistbar, was ist überhaupt also finanzierbar? Ja, also da muss man ja sagen, dass wir in der Erwachsenenbildung also nicht diese Finanzmittel haben, dass wir aufwendigste Programme mit allen möglichen Interaktivitäten und so weiter, das können wir also nicht finanzieren. Aber ich denke schon, dass grundsätzlich die Qualität, die wir für den Präsenzunterricht anlegen, und das ist mehr als ein Qualitätsmanagementsystem uns bieten kann, das möchte ich auch dazu sagen, also die Qualität, das gilt auch natürlich also für den Online-Unterricht. Und dazu kommen noch sicherlich noch einige Punkte. Ich denke mir, wir sollten dabei versuchen, das Beste zu geben, uns aber im Bewusstsein darüber sein, dass wir das Optimale wahrscheinlich nicht schaffen können. Und wenn wir das zusammenbringen, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Danke vielmals. Ich fand es jetzt da ganz kurz, ne, möchte nur darauf nur ganz kurz eingehen, fand es sehr spannend, so diese Gegenüberstellung. Auf der einen Seite ist einfach das Aufnehmen eines Vortrags ja auch schon was wert und es ist sicher auch zum Einstieg das leichtere Format, ja, also sowohl für Teilnehmerinnen als auch für die den Vortrag sozusagen produzieren, wahrscheinlich leichter als ein Live-Event, ein Live-Online-Event, ja, wie dieser hier. Gleichzeitig wird die Qualität von Ihnen, Herr Frey, auch stark mit der Beteiligungsmöglichkeit in Verbindung gebracht. Und das ist ja das, was einen Begegnungsraum erst zum Raum macht, dass man dort, so wie wir das in der Erwachsenenbildung ja gewöhnt sind, uns miteinander austauschen können und eine Möglichkeit haben zur Kommunikation, zur Beteiligung. Und ich finde das einfach beides sehr, sehr wesentliche Aspekte. Freut mich wirklich, dass beides jetzt so zur Sprache gekommen ist. Und Herr Frey, Sie wollten aber eh schon was dazu anknüpfend sagen, gell? Ja, ich denke, das wäre vielleicht auch eine gute Chance, wo alle Erwachsenenbildungsträger profitieren könnten, dass man gemeinsam sozusagen nach Systemen sucht, die alle Erwachsenenbildungseinrichtungen nutzen können. Also wir haben ja gerade gesehen, beim Bildungsnetzwerk, bei der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser hat Qualität verbunden, war Voraussetzung. Und wir haben neben dem gemeinsamen Arbeiten an der Qualität sozusagen auch uns gegenseitig sehr gut kennengelernt. Und ich denke, es könnte jetzt ein nächster Schritt in der Erwachsenenbildung sein, dass man gemeinsam diesen digitalen Weg macht, vielleicht dadurch intensiv zusammenarbeitet, damit nicht jeder die Basisarbeit leisten muss, sondern dass man schon gemeinsam die Basisarbeit leistet und dann sozusagen jeder in seine Schwerpunkte und Stärken, die jede Einrichtung hat, gehen kann. Ich kann dieses Plädoyer eigentlich nur stehen lassen, Frau. Wer wollte? Brigitte, du wolltest was sagen.
Kann man ja, unterschiedlich? Ich wollte vielleicht, ich weiß nicht, ob es reinpasst, aber da war eine Anfrage im Chat, ja, habe ich gesehen. Die wollte ich beantworten, nur kurz. Es war beides. Also da wurde gefragt, ob die Teilnehmenden sich vorher gekannt haben oder nicht. Es gab beide Wege. Also zum Beispiel für bestehende Gruppen, da wurden dann die Gruppenleiterinnen geschult, wie sie sozusagen mit den wirklich einfachsten Hilfsmitteln, ob das jetzt Skype oder ebenso wie jetzt Zoom war, solche Treffen ermöglichen könnten. Also das war sozusagen der Weg. Und dann hat es ein Projekt jetzt gegeben, das läuft noch immer bis Ende des Monats, wo sich drei Bundesländer zusammengetan haben und gesagt haben, wir stellen euch jeweils eine Eltern-Kind-Gruppenleiterin und wollen da gemeinsam für drei Bundesländer das machen. Und das war dann öffentlich. Und da waren Leute aus ganz Österreich zusammen, die sich nicht gekannt haben. Ja? Mhm. Also es geht beides. Mhm, super, gut, dass wir auf diese spezielle Frage auch nochmal genauer eingegangen sind. Ich würde jetzt gern die Gelegenheit nutzen, die Diskussion ein bisschen zu spitzen auf die Frage, was nehmen wir denn jetzt mit? Wie geht es denn jetzt wirklich weiter? Also was nehmen wir mit? Und da möchte ich auch nochmal eine Abfrage an das Publikum stellen, die das auch nochmal ein bisschen vielleicht polarisiert oder zuspitzt. Ja. Ich glaube, es ist aber hilfreich für uns, damit wir so eine neue, also einen Fokus reinkriegen, wie geht es denn jetzt wirklich weiter, was nehmen wir wirklich mit? Und diese Umfrage, ja, man sieht, sie polarisiert ein bisschen, lautet, welche Angebote bevorzugen Sie für den Herbst in der Erwachsenenbildung in erster Linie? Seien es jetzt Präsenzangebote oder flexible Angebote oder Online-Angebote? Flexibel wären die, und das ist natürlich Challenge, die man sowohl in Präsenz als auch online machen könnte. Flexible Angebote, und das ist sozusagen aus Lernenden, Teilnehmerinnen, Schrägstrich Kundinnen-Sicht sicher super. Flexibles Angebot, wo ich beides machen kann, aber für die Anbieter natürlich die größte Herausforderung. Also was würden wir da bevorzugen für den Herbst? Wie schaut es bei Ihnen aus im Auditorium, Publikum oder bei unseren Experten, Expertinnen, die jetzt nicht am Podium sind. Wir haben 76% Abstimmungsquote. Da geht noch ein bisschen was. Super, 87 haben wir. Dankeschön. Sind Sie noch am Überlegen, die restlichen? Oder soll ich langsam zum Abschluss kommen? Wir beenden die Umfrage in 3, 2, 1, 0 Sekunden und ich gebe die Resultate frei. Ja, flexible Angebote. Gell? Jetzt wissen wir aber von vorher, dass wir ein Viertel freiberufliche Trainerinnen drinnen gehabt haben, 30% Bildungsmanager, Bildungsmanagerinnen. Das heißt, sie sind da schon auf der Anbieterseite ganz stark unterwegs und wünschen sich nicht nur von Teilnehmerinnenseite flexible Angebote. Das ist ein großer Vorsatz und ein engagiertes Vorhaben. Ich glaube persönlich, dass das wahrscheinlich das ist, was wir im Herbst am dringendsten brauchen und womit wir auf der sicheren Seite sind. Ja? Und damit sind wir eh bei den Blended Learning Angeboten, sprich man plant so, dass man sich treffen kann und wenn es dann doch nicht geht, dann nimmt man halt die Präsenzteile in eine Videokonferenz, so wie wir das jetzt machen. Ja? Wenn es nicht gehen würde, sich in Präsenz zu treffen. Gabi, bitte. Ja, flexible Angebote, ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Also eine Erfahrung, die jetzt in die Programmplanung in den Bildungshäusern mitgenommen wird, ist, dass experimentiert wird, und gemerkt, mit Hybridveranstaltungen. Also, ja, dass man praktisch eine Präsenzveranstaltung hat und dann online Teilnehmerinnen, nicht nur Referentinnen, sondern auch Teilnehmerinnen mit reinholt, ist sicher im Moment nur eine Challenge, was die Techniker betrifft. Also die Erfahrung habe ich gerade selbst am eigenen Leib vor ein paar Tagen gespürt. Aber ich denke, dass das schon eine Möglichkeit ist, um diese beiden Schienen zu verbinden. Wobei ich aber glaube, dass das vielleicht für den Herbst in den Bildungshäusern zumindest noch nicht die Mehrheit sein wird. Ja,
Ja, danke für die wichtige Korrektur. Hybrid ist auch flexibel und ist nicht sozusagen das eine oder das andere, sondern eben beides. Aber es ist eben kein Einsteigerformat, weder technisch noch von der Moderation her. Gell? Ich weiß jetzt nicht, Brigitte oder Gerhard, wer war? Ich glaube, Brigitte, du warst vielleicht zuerst. Ich kann es nicht genau sagen. Bitte. Ja, ich würd auch sagen, es ist ganz wichtig zu überlegen, wo, für welche Themen, für welche Bereiche überlege ich was. Weil ich glaube, es gibt, also zumindest bei uns in der allgemeinen Erwachsenenbildung schon Bereiche, da ist es, kostet eine große Anstrengung zu überlegen, wie ich das in den digitalen Raum bringe. Und das bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt sein müsste. Ja? Mhm. Also vielleicht dort anzuknüpfen, wo man jetzt gute Erfahrungen gemacht hat, wo jetzt einfach schon Erfahrungswerte da sind, auch so von den Themen, was Leute sozusagen anspricht, also diese Aktualität, die wir vorher auch gehört haben, dass man dort die Aufmerksamkeit hinlenkt, so zweifach zu denken oder zu überlegen oder in Blended Learning Versionen, aber nicht um jeden Preis überall. Ja, also das wäre für mich so die Seite zu sagen, gut zu überlegen, wo passt es, da weiter Energie hineinzulegen und wo kann man sagen, das kann jetzt auch noch ruhig liegen bleiben. Das steht nicht ganz an erster Stelle. Ja. Also also bewusst überlegen und ja, so wie Frau Haller auch schon gesagt hat, ja, also sozusagen jetzt nicht in Schnellschussaktionen, die haben wir eben im Frühling gebraucht, genau. Jetzt brauchen wir sie gerade nicht so und sehr. Vielleicht auch den Mut haben, manches, was jetzt vielleicht doch angelaufen ist, jetzt spreche ich wieder die Eltern-Kind-Gruppen an, ja? Also das braucht man nicht im Normalen. Also wenn alles gut läuft, braucht es keine digitale Eltern-Kind-Gruppe. Die Leute sollen sich treffen, die sollen beieinander sein, die sollen gemeinsam was erleben. Also da kann ich ruhig sagen, das lege ich beiseite, das haben wir jetzt ausprobiert, das war quasi ein Notprogramm, um es nicht ganz einschlafen zu lassen. Und wenn, wir wissen jetzt, wir haben jetzt die Erfahrung, wenn es sein soll, dann geht's. Aber das brauche ich im normalen Ablauf, brauche ich das eigentlich. Also manche Dinge dürfen wirklich Notprogramme bleiben. Genau. Ja, genau. Gerhard, warst du zuerst, glaube ich, gell? Genau. Ja, danke. Also zuerst wollte ich einmal sagen, wir sollen nicht, es geht ja schon zum Teil noch um den Sommer, aber vor allen Dingen um den Herbst geht es ja, wir sollen nicht mit der Angst im Nacken planen, was tun wir, es wird eine zweite oder eine nächste Welle kommen. Also ich glaube, das wäre der wirklich falsche Zugang und ich kann die Kollegin Lackner nur unterstützen. Es geht wirklich darum, didaktisch gut begründet, gut argumentieren zu können. Also warum wir welche Formate verwenden. Das trifft auf beide Formate dazu. Das trifft auch auf die Präsenzformate zu. Es gibt natürlich ein schon sehr gewichtiges Argument für digital gestützte oder Online-Formate, nämlich einfach das, dass es Teilnehmerinnen gibt, die jetzt in Kärnten haben wir das wieder erfahren, irgendwo in entlegenen Tälern wohnen und die gar nicht so leicht zur nächsten Bildungseinrichtung kommen. Oder vergangenen Winter war das der Fall, plötzlich kommt ein Schneeeinbruch, ja, und sie konnten eigentlich nicht mehr vom Berg runterfahren und die Bildungsveranstaltung besuchen. Also das wäre jetzt natürlich mit hybriden Angeboten, wäre das schon ein Thema. Das ist auch das, wir werden, also klar ist schon für die Volkshochschulen, es wird in jedem Bundesland wird es reine Online-Angebote geben, die überhaupt keine Konkurrenz zu den Präsenzangeboten darstellen. Das ist unsere Stärke, das ist überhaupt keine Frage, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir sprechen damit also ganz neue Lernende, ganz neue Zielgruppen an, ja. Und es wird auch Veranstaltungen geben, an denen ich teilnehmen kann, wenn ich gerade nicht zum Kurs kommen kann. Mhm. Also dieses sogenannte hybride Format. Wir haben im Übrigen in unseren bundesweiten Konferenzen haben wir alle schon die Erfahrungen gemacht, dass also wegen einer dreistündigen Arbeitssitzung wird niemand aus Vorarlberg nach Wien kommen. Das wäre auch ökologisch gesehen, wäre das natürlich ein Unding. Ja? Und das ist eigentlich durch Zuschaltung, durch Videokonferenzen ist das alles möglich. Also ich denke mir, das wird für den Kursbetrieb zu übersetzen sein. Es wird nicht in jedem, nicht überall übersetzbar sein. Das ist mir schon klar. Aber in vielen Bereichen kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Wunderbar. Dankeschön. Ich freue mich ja immer wieder, wenn ich das höre, weil ich es schon öfter gehört, ja, diese
die ist jetzt und haben wir der Reichweite und wir haben die Leute, die das wollen. Also das mir fällt immer ein vom Joachim Zucker von den deutschen Volkshochschulen, der so lang immer diesen Spruch gebracht hat, niemand mag digitale Volkshochschulkurse, weil dort einfach Sprach von den deutschen Volkshochschulen immer nur Äpfel verkauft worden sind und nur Birnen, deswegen hat man einfach nicht die Kunden für Birnen. Ja? Und dann ist es tatsächlich plötzlich so, dass man sie doch hat, ja, weil es das Angebot gibt. Das ist so, so schön, auch das zu erleben, finde ich. Im Rückblick. Herr Frey. Ja, ich wollte nochmal in Blickwinkel Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werfen. Ich denke, auf der einen Seite war es schön zu sehen, wie gut es digital in kurzer Zeit gelungen ist, hier Kontakt aufzunehmen und auch in der Krise da gut arbeiten zu können. Im Übrigen auch ein Kompliment an die Gabi Filzmoser, die hat die Bildungshäuser sehr gut koordiniert und man war immer up to date mit den Informationen, was für uns auf der Geschäftsführerebene auch ganz sehr wichtig war. Was ich aber jetzt so spüre, neben den Digitalen, auch die Mitarbeiter, die wieder hereinströmen und organisieren und die Freude, sich wieder zu treffen. Also ich glaube, so diese Kombination digital und Freude, und insofern denke ich, was die Kollegin Lackner gesagt hat, dort, wo das Treffen im Vordergrund steht, sollte man das auch im Herbst planen. Und dort, wo digitale Möglichkeiten sind, und ich sehe es ja gerade wieder Gerhard Bisowski, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind oft sehr weit weg. Die sind froh, wenn sie nicht fahren müssen. Und da ist es oft wirklich ein, zwei Stunden, dass sie zum Seminarort fahren müssen. Da macht es richtig Sinn, den digitalen Bereich einzuführen. Ich glaube nur, was Sie, Frau Aschemann, gesagt haben, ich glaube, diese Blended Learning Methode ist gut, weil das haben wir eigentlich aus den 90er Jahren erlebt. Das digitale Lernen haben wir ja schon mal auf CD und so gehabt. Das hat nur plus minus funktioniert. Also ich würde sicher mehr Fremdsprachen sprechen, hätte das perfekt funktioniert, weil CDs hätte noch eine Menge zu Hause. Das heißt, es braucht schon irgendwie den Coach, der einen durchleitet, der mitmacht, die anderen Teilnehmer, die motivieren. Das kann gerade im Blended Learning Bereich gut funktionieren und auf das werden wir setzen. Spannend. Empfinden Sie, das würde mich jetzt einfach persönlich interessieren, empfinden Sie eigentlich den Herbst noch als Risikosituation? Rechnen Sie damit, dass es noch einmal kippen könnte? Dass wir noch einmal die Situation kriegen können, dass wir uns nicht treffen können? Es fühlt sich nicht so an im Augenblick, oder? Wir haben so also unser vordringliches Gefühl im Augenblick und ich vermute, dass ich da für alle spreche, ist, jetzt haben wir mal einen Sommer vor uns, ja, und in dem Sommer wird man sich treffen können, so wie wir ja schon begonnen haben, uns wieder zu treffen. Ist das sozusagen ein Szenario, das man so in der Planungs- und Leitungsverantwortung am Schirm hat, dass es sein kann, dass es noch einmal knickt? Darf ich da was dazu sagen? Ja, bitte, bitte. Ich glaube, wir haben so ein bisschen gelernt, auch zu leben mit der neuen Situation. Also ich glaube, im März waren wir alle total überrascht und wir haben es uns auch gar nicht vorstellen können, dass man wirklich so quasi alles stehen bleibt. Mittlerweile sieht man es ein bisschen gelassener, weil man denkt, und selbst wann in irgendeiner Form Einschränkungen sein, werden wir das meistern. Genau, ich sehe ja im Chat, ja, es ist eigentlich, geht in einigen Regionen der Welt wieder hoch, aber wenn ich jetzt hier so höre, Herr Frey, heißt das irgendwie, ja, jetzt wissen wir ja, wie wir damit umgehen, jetzt haben wir einen Vorplan, das schreckt uns nicht mehr. Und ich sehe da das Nicken von Gabi und Frau Haller und denke, mehr muss man wahrscheinlich dazu gar nicht sagen im Augenblick. Ich möchte stattdessen auf eine andere Frage eingehen, die im Chat jetzt schon zum zweiten Mal gestellt worden ist und mich entschuldigen, dass sie beim ersten Mal nicht gleich aufgegriffen wurde. Und das ist die Frage danach, inwieweit ältere Menschen auch wirklich einbezogen werden in die Angebote. Also wie viele Angebote und ob es da Angebote spezifisch für ältere Menschen auch gibt. Und wo man die denn zum Beispiel finden könnte, Brigitte? Also wir haben
ja gerade katholischen Bildungsbereich einen großen Anteil an älteren Menschen in unserer Zielgruppe. Und wir haben also schon davor da einen Fokus drauf gelegt. Und da ging es eher darum, sozusagen um die Ermächtigung der älteren Menschen, die Infrastruktur, die sie vielleicht haben, auch nutzen zu können. Und das haben wir jetzt schon gemerkt. Also da kamen schon die Rückmeldungen. Das hat sich vorher schon ausgezahlt, dass unsere Teilnehmenden diese Angebote hatten, weil dadurch waren sie jetzt auch natürlich bereit und fähig, da mit diesen digitalen Hilfsmitteln auch einen Schritt weiter zu gehen und die dann für Bildungsangebote zu nutzen. Also das war schon spürbar, gerade im Bereich Senioren und Seniorinnenbildung kam man da die Rückmeldung und da waren auch ganz schnell Angebote da. Ja? Also sozusagen Materialien, Unterlagen zur Verfügung zu stellen für ältere Menschen und da ist teilweise wirklich auch sozusagen so zweigleisig gefahren worden von unseren Bildungseinrichtungen, die haben ihre Teilnehmenden, ihre älteren Menschen zum einen eben über digitale Angebote versorgt, aber dann auch wieder parallel dazu ganz, ganz klassisch bis dorthin, dass halt in Einkaufssackerl irgendwelche Gedächtnistrainingszetteln verteilt wurden oder zur Verfügung gestellt worden, dass die betreuenden Personen das dann dort ausdrucken und hineingeben. Ja, also es ist da wirklich auch diese Zweigleisigkeit und das hat sich schon ausgezahlt, denke ich mal. Also insofern ja, mit Fantasie und mit Kreativität lässt sich das schon auch lösen, ist bei uns die Erfahrung. Super, danke für den Beitrag. Und Gerhard, du wolltest, glaube ich, auch was dazu sagen, gell? Ja, ich sehe das nur sehr bedingt als eine Frage des Alters, muss ich dazu sagen. Also mir fällt dazu immer das Beispiel ein, eine katalanische Bloggerin, die mit 80 gesagt hat, na super, dass ich das jetzt gelernt habe. Wenn ich das als junger Mensch hätte gekonnt hätte, hätte ich mit allen Menschen in der Welt, die ich kenne, kommunizieren können. Ja. Aber ich wollte nur ein Beispiel noch erzählen. Wir haben bei uns im österreichischen Verband ein Projekt laufen, das nennt sich EB-Index. Ja? Und das, was ist das? Das ist eine Gruppe von Senioren, von pensionierten VHS-Mitarbeitern, die von Mitte 60 bis Mitte 70 ungefähr reichen. Und wir besprechen hier wissenschaftliche Arbeiten und versehen die mit Schlagwörtern und dann kann man sie aufsuchen über unsere Website. Ja? Und jetzt in Zeiten von Corona war es nicht möglich, Präsenztreffen zu machen. Wir hatten sonst immer Präsenztreffen in Wien. Also haben wir gesagt, und ich leite diese Gruppe, machen wir das über Zoom. Ja. Und es gab wirklich nur anfänglich ganz, ganz kurze Schwierigkeiten. Wie lade ich das runter? Wie bediene ich das Werkzeug? Und jetzt haben wir schon die zweite Videokonferenz gehabt. Ein Kollege sitzt in Salzburg, der nächste sitzt in Klagenfurt, dann jemand in Linz und auch hier in Wien. Und das klappt wunderbar. Also wir haben gesagt, also das werden wir so weiter. Wir werden natürlich Präsenztreffen machen, aber dazwischen werden wir immer wieder dann auch die Treffen über Videokonferenz machen. Ja? Also das wollte ich nur als kleines Beispiel erzählen und das hat wunderbar funktioniert. Quer über alle Altersgruppen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt da diese Frage in dieser Runde stellen, kriegen wir eigentlich nur Beispiele von, ja, es geht, es klappt jetzt einmal so. Ja, wahrscheinlich ist da trotzdem auch noch einiges zu tun, aber sozusagen, es ist auch vieles möglich, möchte ich da zusammenfassen an der Stelle. Noch eine Frage ist im Chat früher aufgetaucht, die ich früher noch nicht aufgegriffen habe, und das war die Frage nach den Kosten. Es ist so, gerade, ich glaube, im Zusammenhang mit hybriden Formaten aufgetaucht gewesen, stellt sich aber natürlich beim digitalen Lehren und Lernen bei digitalen Angeboten insgesamt. Ja. Es gibt Kosten, die mit Technik verbunden sind, die sind oft gar nicht so hoch, wie man glaubt, wenn man es geschickt anstellt. Es sind aber auch viele Kosten, die wirklich mit Vorbereitungszeit und Betreuungszeit verbunden sind, wobei Vorbereitungszeit und Betreuungszeit hat man früher auch gehabt und musste eigentlich immer schon abgegolten werden. Ja. Und wir haben aber auch natürlich
Kosten für Know-how-Erwerb in Wirklichkeit, weil es einfach noch keine so große Gruppe gibt, die so geübt ist in den ganzen Technologien, dass sie da so zugreifen kann, wie man ins Bücherregal greift und da halt seine Kursmappe oder sein Buch oder was auch immer rausholt. Das dauert einfach noch, bis wir alle so schnell, was weiß ich, ein Video gedreht haben oder einfach einen Online-Kurs didaktisch geplant haben, weil man einfach da noch Einschulungs- und Einarbeitungszeit braucht und eine Reihe von Dingen, die ich jetzt gar nicht genannt habe, weil sie mir vielleicht gar nicht eingefallen sind. Da braucht sie eigentlich neue Geschäftsmodelle. Das wäre ja eigentlich einen eigenen Talk wert. Ja, wir haben jetzt gerade noch 5 bis 10 Minuten, um da ein bisschen einzutauchen in das Thema, 10 Minuten oder so, da müssen wir schon ans Abrunden denken. Aber ich möchte dieses Thema Geschäftsmodelle doch auch aufwerfen. Vielleicht gibt es ein paar gute Ideen dazu. Die Frage stellt sich ja für mich, wie weit sind wir denn da schon, ja, in puncto Geschäftsmodelle oder welche Fragen werden denn da eigentlich diskutiert? Darf ich das gleich nochmal so in die Runde fragen und ja, bitte, Brigitte. Also ich habe so in Vorbereitung auf den heutigen Nachmittag da mit ein paar Kolleginnen und Kollegen auch gesprochen und danach gefragt. Also da stellen sich schon massive Fragen, was das betrifft. Also zum Beispiel die Frage gekriegt, ist es eigentlich berechenbar, was kostet eine Stunde Online-Format, also Präsenzformat, wenn ich es jetzt in ein Online-Format umwandle? Wenn ich alle Kosten damit einrechne, von Schulung, von Infrastruktur, von Technik, womit müssen wir denn da rechnen? Was kommt denn auf uns zu? Also da denke ich mal, ist das eine immense Frage, ne? Wenn man da jetzt überlegt, was gibt es schon und was bräuchte man noch. Wie ist das eben mit Vorbereitungszeiten, wenn jetzt die Kursleitenden sich da neues Know-how sozusagen aneignen müssen? Wie ist es dann aber auch mit den Teilnahmebeiträgen? Sind unsere Teilnehmenden bereit, das Gleiche zu bezahlen wie für eine Präsenzveranstaltung? Also da tut sich schon eine Menge auf und ich glaube da, also zumindest bei uns, werden wir noch lange diskutieren, was diese Fragen betrifft. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt auch einige Nicken gesehen. Das sind keine geschwinden Fragen, keine leichten Fragen. Da muss man erst hineinleben und hineinwachsen in die Antworten. Gerhard, ich weiß gar nicht, ob du jetzt deine gehobene Hand habe ich jetzt noch am frischesten in Erinnerung. Bitte. Ja, ich war nicht der Letzte, weil da hat, glaube ich, jeder sehr viel zu sagen. Ja. Aber ich glaube, also die Frage selber ist wirklich, die Kollegin Lackner hat es ja gesagt, sie ist ganz schwer zu beantworten. Ja, weil es hängt davon ab, also wie elaboriert ist das Produkt, das ich entwickle. Ja. Wie spezifisch sind die Angebote? Also wenn ich denke, jetzt ohne eine Werbung zu machen, aber eine Cisco-Ausbildung für ein Zertifikat, das ist derartig elaboriert. Also das kostet in der Entwicklung ein Vermögen. Ja, aber ich glaube, darum geht es bei uns ja nicht. Also das muss man auch noch einmal sehen. Und grundsätzlich denke ich mal, sollte nach wie vor die Unterrichtseinheit so die Bemessungsgrundlage sein. Ja. Und das andere ist halt, dass wir brauchen eine Sicherheit, sowohl für die Teilnehmerinnen wie auch für die Institutionen, dass wir die Kosten abschätzen können und nicht ständig etwas Unvorhergesehenes auf uns zukommt. Und auf der anderen Seite, wir dürfen auch nicht unsere Lehrenden jetzt da irgendwie, sollen nicht übervorteilt werden. Und meines Erachtens gibt es da nur die Möglichkeit, dass man sagt, man versucht das zu pauschalieren. Diese sind ja viele Zusatzleistungen. Ja. Oder ich muss auch, die Erfahrung haben wir schon gemacht in den Volkshochschulen, wichtig ist es, Vereinbarungen zu haben. Ja. In welcher Zeit reagiere ich, wenn ich Anfragen bekomme. Ja. Also das alles müsste geregelt werden und das kann man meines Erachtens also nur durch eine Art Pauschalierung regeln. Man wird das allerdings dann beobachten müssen. Und dann muss man vielleicht also hinten nach noch einmal Korrekturen vornehmen. Im Übrigen möchte ich sagen, ist ja das im Präsenzunterricht gar nicht so viel anders. Also jeder von uns kennt das, der Präsenzunterricht ist zu Ende und dann stehen meistens die Trauben von Lernenden noch um die Kursleiterin, um die Kursleiter herum. Und eigentlich kann man sagen, ist die bezahlte Zeit, das ist ja schon längst abgearbeitet. Also wir haben dort genau dasselbe Phänomen, vielleicht mit dem Unterschied, dass ich nicht um 23.30 Uhr ein E-Mail bekomme und mich vielleicht genötigt fühle, also darauf sofort zu antworten. Aber ich glaube, wir können das nur auf eine Art und Weise regeln, indem wir nicht jede Minute zählen, sondern indem wir versuchen, pauschale Arrangements zu finden, die wir dann regelmäßig evaluieren.
Danke, das war jetzt wirklich schon so eine sehr elaborierte Antwort, sehr konkreter Vorschlag, wo ich mir vorstellen kann, dass viele davon profitieren, die das jetzt gehört haben. Und ich gebe gleich weiter an Sie, Frau Haller. Sie wollten, glaube ich, haben sich auch gemeldet dazu. Und dann an Sie, Herr Frey. Ja, also für mich scheint immer mehr, dass wir haben vorher die Frage gehabt, jetzt Präsenz oder online oder Hybrid oder Blended oder wie auch immer. Das war dieser eine Aspekt. Und der andere ist jetzt die Frage nach den Kosten. Und für mich scheint aber irgendwie beides zu zeigen, dass wir einfach genau schauen müssen, was bieten wir an. Ja. Also das ist wie ein Brennglas, wie eine Lupe auf genau. Unsere Angebote, wo man dann einfach vielleicht, was man vorher nie so genau analysiert hat, schaut, wem dient es, wofür, was braucht es. Und wenn man von den Kosten spricht, denke ich, also was jetzt unseren Bereich anbelangt, ist es ganz sicher der Wissenserwerb der Vortragenden. Also das ist etwas, wo ich in unseren derzeitigen Präsenzangeboten, das Wissen haben die Kolleginnen, das geben sie weiter. Das Wissen haben sie natürlich auch, wenn sie das online weitergeben, aber das Know-how, wie sie das tun sollen, ich glaube, da darf man die Vortragenden einfach nicht allein lassen damit. Man darf nicht einfach sagen, naja, bringt euch das bei, lest euch das durch, ich gebe euch einen Link zu einem YouTube-Video oder was auch immer, sondern ich denke, dass man diese Kosten auch einplanen muss von Anfang an, und zwar nicht nur jetzt gerade, weil dieses Lernen hört ja nicht auf. Ne? Ich kümmere mich um ein gewisses Arsenal an Fertigkeiten meiner Mitarbeiterinnen, aber es wird ja wieder neue geben, die ja auch wesentlich sind. Also Kosten der Fortbildung und auch der Up-to-Date-Haltung des Know-how der Vortragenden in dem Fall ist, glaube ich, ein Kostenfaktor, der bei Weitem unterschätzt wurde oder wird, weil man das einfach vielleicht nicht so kostenwahr mitgerechnet hat. Ein Aspekt, den ich noch einbringen möchte, der bei uns jetzt besonders schlagend ist, vielleicht bei anderen weniger, je mehr wir online anbieten, prinzipiell, desto weniger Reisekosten haben wir natürlich. Das darf man, also bei uns ist das oft, hält sich das sehr die Waage, hängt davon ab, in welchen Gruppengrößen ich arbeite. Aber bei uns ist das schon ein Kostenfaktor, und da ist natürlich dann aber auch zu überlegen, heißt wieder gleich, ist es notwendig, vor Ort zu sein, beziehungsweise welchen Mehrwert habe ich, wenn ich physisch präsent vor Ort bin, oder reicht es eben ein 1:1 Video? Talk zum Beispiel. Also das sind einfach Faktoren, wo man gut sieht, in welche verschiedenen Facetten die Angebote auch, aus welchen verschiedenen Facetten die Angebote bestehen, und da muss man einfach genau hinschauen. Also ich kann mich nur wiederholen, wir werden das sehr genau analysieren und schauen, dass es passgenau auch sinnvoll eingesetzt wird. Also mit dieser Zunahme der Möglichkeiten, der Formate, ist die Notwendigkeit, sorgfältig und genau hinzuschauen und bewusst zu planen, enorm gestiegen. Wobei ich glaube, dass noch gar nicht alle Formate allen bewusst sind. Also ich glaube, dass noch bei Weitem nicht alle sozusagen im Schirm haben, was überhaupt alles möglich ist. Und so ganz am Rande möchte ich bei dieser Gelegenheit noch fallen lassen, übrigens der EBMOOC Plus ist ja auch noch bis Jahresende verfügbar, voll inhaltlich mit allen Tests und Übungen und Videos und so weiter. Man kann auch noch Begleitgruppen einfach mit dem EBMOOC Plus machen, weil es gerade so schön dazu passt und weil nicht nur Sie, Frau Haller, sondern auch schon Monika Paar im Chat gesagt hat, wir sollten jetzt den Sommer nutzen, um die Trainer und Trainerinnen zu stärken. Jetzt hast du die Gerhard gemeldet gehabt, aber Brigitte hat sich auch gemeldet gehabt. Und wir müssen schon langsam ans Abrunden denken. Vielleicht, Brigitte, Herr Frey, Gerhard, Gabi, vielleicht können wir versuchen, jetzt sozusagen diese letzten Statements schon so in Richtung unserer Abschlussstatements auch ein bisschen abzurunden. Dann würde ich jeden und jede noch einmal bitten um eine Wortmeldung, die sich auch dann schon so eignet zum langsam Abschließen mit Blick auf die Frage, was ist denn jetzt so das Wichtigste aus jetziger Sicht, was es jetzt zu sagen gibt, gegen Ende dieser Diskussion. Und ich weiß nicht, wer unter diesen neuen Vorzeichen jetzt als erstes was sagen möchte. Brigitte, bitte. Ich würde es gerne machen, weil ich möchte gerne vielleicht noch den Blick von meiner Vorrednerin ein bisschen weitern. Ich glaube, letztendlich sollte man auch dorthin denken, alle die Trainer, Trainerinnen, Referentinnen ausbilden, auch dorthin zu denken, dass man diese Kompetenzen auch in die Ausbildungen mit hineinnimmt. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen noch längerfristig gedacht. Wir bieten ja selber so Trainerausbildungen oder Referentenschulungen an, längerfristig, also viersemestrige. Und da, glaube ich, ist es jetzt wichtig, dass man das dort auch
auch dort mit hineinnehmen. Ja, dass wir sozusagen da schauen, dass wir dann nicht immer weiterbilden müssen, sondern dass das so quasi zur Grundbildung von Leuten im Erwachsenenbildungsbereich schon langsam irgendwann dazugehört. Und ich glaube, dann wird sich das ein bisschen relativieren, aber das wird natürlich dauern. Also ich vielleicht mein Schlusswort wäre sozusagen nicht immer nur bis zum Herbst oder so, sondern vielleicht sich auch zu gestatten, doch dann auch schon ganz langfristig oder viel längerfristig zu denken, um zu sagen, was nehmen wir uns längerfristig mit davon. Wie das ja in den digitalen Strategien bei Ihnen schon an verschiedenen Orten, verschiedenen Verbänden begonnen hat. Also wirklich so diesen langfristigen Blick, danke. Das ist ein wichtiger Gedanke auch so gegen Ende unserer Diskussion. Wer mag denn fortsetzen? Bitte, Gerhard. Ja, ich wollte nur an die vorherige Diskussion kurz anschließen, was die Kosten betrifft. Ich glaube, man muss nicht alles neu erfinden und nicht immer alles neu gestalten. Es gibt also sehr, sehr viel an Material im Internet. Es gibt sehr, sehr viel Material an Schulen, an Universitäten, an verschiedenen anderen Bildungseinrichtungen. Und mein Wunsch an die Bildungspolitik wäre, also das zu öffnen. Schaffen wir doch ein Repositorium, also eine Art Lager, wo wohlgeordnet und gut auffindbar sich diese Materialien, diese oder sagen wir Lernobjekte finden, die idealerweise noch als offene Bildungsressourcen konzipiert sind, sodass sie von anderen Anwendern genommen und verändert und wiederum der Community zur Verfügung gestellt werden können. Das wäre mein Wunsch an die Bildungspolitik. Und das zweite mir sehr wichtige Thema wäre schon, dass wir gerade heute darauf achten müssen, dass so wichtige Themen wie Allgemeinbildung oder auch politische Bildung bzw. Demokratiebildung nicht unter die Räder gerät. Also das wäre der zweite Wunsch an die Bildungspolitik und an uns alle. Ja. Danke, Gerhard. Dankeschön. Bitte, wer mag weitermachen? Gabi, bitte. Ich weiter. Ja, zu den Kosten stimme ich allen meinen Vorrednerinnen einfach zu. In Bezug auf die Geschäftsmodelle. Wir haben jetzt eigentlich fast nur von Online-Veranstaltungen oder Offline-Veranstaltungen gesprochen. Ich denke, es gibt auch noch andere Geschäftsmodelle, die man sich überlegen kann, wo es einfach vielleicht ein bisschen Kreativität braucht, um eben die neuen Möglichkeiten einzusetzen. Und ich denke speziell auch an die Individualität, die durch die Digitalisierung steigt. Ich glaube, dass es in Zukunft vielleicht mehr Angebote gibt, die eben genau diese Individualität unterstützen. Das können jetzt irgendwelche zusätzlichen Informationsleistungen sein, die man eben über digitale Medien oder soziale Kanäle eben irgendwie transportiert. Oder ich glaube auch, dass Bildungsberatungsleistungen, individuelle, noch mehr unterstützt werden könnten. Und ich bin beim Dieter Frey, wenn er sagt, die organisationsunabhängige Kooperation gehört gefördert. Also da bin ich einfach auch auf derselben Schiene. Ich denke mal, dass wir vielleicht durch die Digitalisierung mehr themenspezifischer werden in unseren Organisationen und nicht mehr die Breite anbieten können, die wir so in der allgemeinen Erwachsenenbildung gewohnt sind, wo wir alles für alle anbieten, sondern dass eben Organisationen wahrscheinlich eher den Fokus ein bisschen enger schnüren und gerade dann sind einfach Kooperationen organisationsübergreifend notwendig. Und ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen, aber ich wäre auch stark dafür, dass man da Möglichkeiten schafft. Und zum Abschluss, also so mein Abschlussstatement, also es geht nicht darum, das entweder oder, also entweder online oder offline, sondern es geht um das sowohl als auch und zusätzlich vielleicht noch irgendwelche kreativen Ideen dazu. Super, danke Gabi. Ich weiß nicht, Herr Frey, Frau Haller, ob Sie, ja bitte. Ja, ich würde gern bei dem anschließen, was die Gabi angesprochen hat, dieses Übergreifende. Ich glaube, es wäre ein Riesenvorteil für die Erwachsenenbildung in Österreich, wenn wir einheitlich bei den Systemen arbeiten und dass wir dann gerade bei längeren Lehrgängen übergreifend arbeiten. Wir haben viele Lehrgänge, die sind so zwischen 80 und 130 Unterrichtseinheiten. Da sind zum Beispiel, nehme ich her, auch immer wieder wirtschaftliche Fragen, Themen, Buchhaltung.
ich würde da gern zum Beispiel 2 Online-Einheiten von BFI oder von Wifi dazu kaufen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Wir haben vielleicht Stärken im Bereich der Landwirtschaft, Natur, Ökologie. Also da könnten auch neue Kooperationen im inhaltlichen Bereich entstehen, die mir sehr gut gefallen würden. Dankeschön dazu. Ich habe Gerhard leicht nicken gesehen. Wir haben schon mal in eine ähnliche Richtung im Vorgespräch gedacht. Gell? Frau Haller, möchten Sie da noch anschließen? Möchten Sie noch ein Schlusswort aus Ihrer Sicht, was für Sie jetzt wichtig ist? Ich denke, ich habe das vorher, ohne zu wissen, dass das jetzt die Abschlussrunde noch kommt, war das eigentlich für mich das Zusammenfassen, was ich gemeint habe. Also ich bin eigentlich, habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Dankeschön. Okay. Dann würde ich den inhaltlichen Teil jetzt abschließen. Ich finde es wunderschön, dass eigentlich so ein Kooperationsansinnen oder eine kooperative Ausrichtung da so als Schlussgedanke sich herauskristallisiert im Sinne von offene Bildungsressourcen, Repositorium, gegenseitige Zukäufe, Nutzung von Möglichkeiten, die über die eigene Einrichtung hinaus gedacht sind. Und ich finde, das entspricht dem Charakter der Digitalität, die eben auch dieses Potenzial hat, der Vereinfachung von Kooperationen mit den offenen Bildungsressourcen, des vermehrten und verstärkten Teilens und Zusammenbringens von Menschen. Ich würde jetzt noch die letzten 5 Minuten verwenden, um den organisatorischen Abschluss zu einzuleiten und möchte all jene, die eine Teilnahmebestätigung brauchen, jetzt bitten, da kommt gleich ein Link im Chat, sich diesen Link herunterzuladen und ihn zu nutzen, um das Formular für die Teilnahmebestätigung auszufüllen. Und es kommt auch gleich ein Link zu unserem Feedbackbogen. Und da möchte ich alle, die heute dabei waren, herzlich bitten, uns Feedback zu geben, diesen Feedbackbogen auch auszufüllen, damit wir auch dazulernen können, was die DigiTalks betrifft und uns weiterentwickeln können anhand ihrer Rückmeldungen. Der Link zum Livestream ist gleichzeitig der Link zur Aufzeichnung gewesen. Also morgen, übermorgen würde ich meinen, übermorgen kann ich es versprechen, wird man dort die Aufzeichnung auch finden. Sollte es irgendwelche Fragen geben zur Teilnahmebestätigung oder sonst irgendwelche Fragen im Anschluss an die Diskussion, bitte an unsere Webtalk-Adresse schreiben, webtalk@erwachsenenbildung.at. Dort können Sie uns erreichen, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Und wären Sie jetzt, bitte alle, die eine Teilnahmebestätigung brauchen, unter dem obersten Link klicken und Ihren Namen für die Teilnahmebestätigung eintragen. Noch ein allerletzter Hinweis organisatorischer Natur. Man kann inzwischen unsere DigiNews auch abonnieren. Wir haben in der Rubrik im Arbeitsbereich DigiProf auf Erwachsenenbildung.at einen eigenen Newsletter jetzt herausgegeben. Der erscheint selten, nur so alle 2-3 Monate, weil wir sie nicht spammen wollen. Es gibt ohnehin schon sehr viele Newsletter, die man bekommt. Aber wir wählen dort sehr genau aus, was wir wirklich bringen. Ist spezifisch auf die Erwachsenenbildung zugeschnitten. Das, was es eben so wirklich zur digitalen Professionalisierung und Professionalitätsentwicklung gibt. Es ist auch der Link schon im Chat. Hier kann man sich einfach für den Digi-Newsletter registrieren und auch wirklich schauen, dass man up-to-date bleibt. Ja, ich freue mich, dass so viele bis zum Schluss dabei geblieben sind jetzt unserer Diskussion. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Diskutanten, Diskutantinnen am Podium, bei allen, die fleißig mitgechattet haben und dabei waren und natürlich bei den Kolleginnen, die hinterm Vorhang sozusagen mitgeholfen haben, dass das so gut funktioniert hat, und wünsche jetzt uns und Ihnen allen noch einen ganz schönen Abend und darf mich damit auch für diesen Digitalk pünktlich verabschieden und abschließen. Alles Gute noch.
Ja.